Einen wunderschönen guten Morgen, die Zuseherinnen und Zuseher auf KiezTV. Ich habe heute die Ehre, dass wir mal unsere Bezirksstelle kurz euch vorstellen. Kommt mal mit. Da sind wir jetzt im Eingangs- und Foyerbereich. Wir sehen da einen modern gestalteten Frontdesk, der mit der Mitarbeiterin immer bis 14 Uhr besetzt ist. Und ja, jetzt schauen wir da einmal in diese Richtung. Da sind die modern ausgestatteten Schulungs- und Seminarräume und der Verwaltungsbereich. Das ist jetzt der große Schulungsraum. Wir haben da herinnen einen Platz für in der Kinobestuhlung knapp über 70 Personen. Der Raum ist also, man sieht es, sehr hell gestaltet, kann aber mit Raffstore Richtung Straße abgedunkelt werden. Und ich muss sagen, dieser Raum ist wirklich modernst ausgestattet. Wir haben also alles, was Medienpräsentationstechnik da herinnen ist, auf dem neuesten Stand der Technik und können da den Kursbesucherinnen und Besuchern wirklich tolle Sachen präsentieren und moderieren. Das ist unser sogenannter Multifunktionsraum. Wir können den einerseits hernehmen als kleinen Schulungsraum, also kleinen Seminarraum. Dann ist auch der wiederum modernst ausgestattet mit Präsentations- und Kommunikationstechnik. Wir haben da herinnen die Möglichkeit, dass wir beispielsweise große Videokonferenzen anbieten. Und dieser Raum hat aufgrund seiner Verkabelung am Boden und an den Wänden die Möglichkeit, dass wir den als Stabsraum bei großen Einsätzen als Einsatzleitung sozusagen verwenden. Zusätzlich haben wir in dem Raum und auch drüben im großen Seminarraum die Möglichkeit, dass wir insgesamt 17 Telefonnebenstellen einrichten für Hotline-Betriebe. Wir haben da die Sanitäranlagen und da haben wir das Vereinslokal. Da schauen wir jetzt einmal rein. Das Vereinslokal dient der Ortsstelle als sozusagen gemütlicher Versammlungsraum. Da herinnen kann gekocht werden, da kann gegessen werden, da kann man einfach einmal gemütlich zusammensitzen. Man hat ein perfektes Panorama, wenn es nicht gerade regnet hat. Wir haben gut ausgestattete Küche da herinnen und dieser Raum lässt eigentlich keine Wünsche offen. Da kommen wir aber wieder mal zusammen zum Mittagessen und das ist ein bisschen der zentrale Treffpunkt im Gebäude. So, da herinnen haben wir jetzt unseren Besprechungsraum. Der bietet jetzt, so wie er bestuhlt ist, Platz für 12 Personen. Wir haben da eine Präsentationswand, wir können da auch Videokonferenzen machen. Also auch dieser Raum ganz gut und modern ausgestattet. Das ist jetzt der Verwaltungsbereich. Da sind die ganzen Büros untergebracht. Wir haben da insgesamt 4 Büros. Das ist unser Referatsbüro. Das ist noch nicht ganz fertig gestaltet. Was machen wir da herinnen? Da gibt es 2 Arbeitsplätze. Das sind Reservearbeitsplätze, zum Beispiel mal für Ferialpraktikanten. Oder wenn Referenten kommen, wenn Kurstrainer kommen, dann können sie dir am Computer sitzen, können Sachen, können Dokumente, können Präsentationen vorbereiten. Und da haben wir so ein kleines Lounge-Mobiliar, das sollte dienen für Beratungsgespräche, damit man dir nicht im Büro zwischen die anderen Mitarbeiter machen muss, sondern dass man sich da ein bisschen zurückziehen kann, Beratungsgespräche führen kann oder auch für die Krisenintervention oder für SVE-Gespräche, das heißt also Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen vom eigenen Personal, dann kann man sich da in Ruhe zurückziehen und kann sich da gemütlich hersetzen und kann da quatschen. So, wir sind also da jetzt in meinem Reich, das ist das Büro der Geschäftsführung. Ich möchte jetzt da die Gelegenheit nutzen, euch ein paar Details über das Gebäude zu liefern. Nur durch die Unterstützung vieler einzelner Spender, egal wie groß die Spende war, war es möglich, dieses Gebäude zu bauen. Wir reden da von Baukosten von ca. 5,5 Millionen Euro netto. Diese Baukosten sind ausschließlich von uns selber zu stemmen. Das heißt, wir kriegen keine öffentlichen Zuwendungen. Es gibt da keine Fonds auf Landesebene oder sonstiges. Das heißt, wir müssen das wirklich selber bezahlen. Ich darf mich an dieser Stelle also nochmal bei allen Spenderinnen und Spendern ganz herzlich bedanken. Ganz besonders natürlich auch bei der Stadt Kitzbühel, die uns das Grundstück da heraus zur Verfügung stellt im Sinne eines Baurechts. Wenn das nicht erfolgt wäre, dann hätten wir ganz einfach diesen Bau gar nicht realisieren können. Wir haben eine Nutzfläche da heraus von knapp 1700 Quadratmetern. Wir sind dreifach abgesichert, was unsere Kommunikationswege anbelangt. Wir heizen dieses Gebäude mit einem sogenannten Flächenspeicher. Das heißt, über dem bebauten Gelände, unter die Bodenplatten, aber auch unter die Asphaltflächen, sind Leitungen vergraben. In diesen Leitungen zirkuliert eine Flüssigkeit und über Wärmepumpen gibt es also da einen Wärmeaustausch. Das heißt, wir führen vom Erdreich im Winter die Wärme dem Gebäude zu, über die Wärmepumpen, und führen dann umgekehrt im Sommer die Wärme ab und kühlen das Gebäude. Das ist sehr kosten- und energieeffizient und haben zudem auf dem Dach oben eine 50 kW Peak PV-Anlage installieren lassen. Dieses Gebäude ist an und für sich stromautark. Das heißt, wir können auch bei Stromausfällen oder im Rahmen von Blackout-Fällen uns mehr oder weniger selber mit Strom versorgen. So, dann verlassen wir den Verwaltungsbereich. Gehen wir wieder durchs Foyer. Jetzt kommen wir in den Rettungsdienstbereich. Der ist vom restlichen Gebäude sozusagen abgeschottet. Einen Aufenthaltsbereich für die Rettungsdienstmannschaften.
Hier können Sie dort zusammensitzen. Wir haben da eine Küche, kleiner Bürobereich und dann nochmal ein Ruhebereich mit einem Fernseher, wo man sich einfach einmal ein bisschen zurückziehen kann, wo man sich ein bisschen ausruhen kann. Ich glaube, ganz wichtig. Jetzt nehme ich euch da einmal in diesen Ruhebereich. Man sieht schon, was jetzt da vielleicht auffällt, was wir in den anderen Räumen ja nicht haben. Wir haben da Teppichböden. Warum? Dieser Teil vom Gebäude, der ist bauphysikalisch vom restlichen Gebäude getrennt, weil wir da ganz viel Augenmerk gelegt haben auf den Schallschutz, wenn die Leute schlafen, sie wirklich Ruhe haben und nicht gestört werden. Ja, so schaut das Schlafzimmer vom Rettungsdienstmitarbeiter aus. Also wenn er in der Nacht die Möglichkeit hat, dass er sich ein bisschen hinlegen kann, dann macht er das da herinnen. Dieser Raum ist relativ groß, weil wir diese Räume geplant haben, dass wir sie in weiterer Folge, wenn wir mal mehr Platz brauchen oder mehr Ruhemöglichkeiten brauchen, weil beispielsweise ein zusätzlicher Rettungswagen in der Nacht installiert wird, dann können wir diese Räume teilen. Und aus 3 Schlafzimmern schaffen wir dann insgesamt 6 Schlafzimmer. Wir haben 2 solche Zimmer nochmal, die haben wir vor allem für Personal da, in erster Linie für Zivildiener, die vielleicht von weiter her anreisen. Die haben dann da eine Schlafmöglichkeit und diese Räume haben eben im Unterschied zu den anderen Schlafräumen da nochmal einen eigenen Sanitärbereich. Jetzt sind wir im Treppenhaus vom Rettungsdienst. Das ist also der Weg, den die Mannschaften im Alarmfall sozusagen nehmen, aus den Aufenthaltsräumen, Ruheräumen, nach unten in Richtung Garagen. Jetzt schauen wir uns einmal die Rettungsdienstgaragen an. Wir haben da insgesamt 7 Stellplätze, die von den Rettungswegen und Krankentransportwegen da eingenommen werden. Wir haben da unten eine Betonkernaktivierung, wir haben eine Lüftung, das heißt, die Garagen sind geheizt, beheizt und sind auch ein bisschen belüftet, sodass es da drinnen eigentlich aber ein gutes Klima und auch trocken ist, vor allem für die Ausrüstung, Ausstattung sehr wichtig. Hinter mir die Türe für die einzelnen Lagerbereiche, das heißt, da wird in Kürze das Bezirkskatastrophenlager, das derzeit noch in St. Johannes, da einer übersiedelt. Wir haben in diesen Bereichen hinten generell Lagerbereiche für Medizinprodukte. Wir haben genauso da hinten die ganzen Technikräume. Das ist also alles da herunten untergebracht. Wir befinden uns jetzt da ja eigentlich im Untergeschoss. Das ganze Gebäude ist ja ein bisschen in den Hang eingebaut. Das heißt, hinten im Hang sind die ganzen Lagerräume und vor und außer sind die Garagen. Das ist also der Weg, den die Rettungsfahrzeuge dann nehmen, wenn sie alarmiert werden. Sie fahren da aus den Garagen raus, fahren da durch und biegen dann noch rechts oben auf die Bundesstraßen ein. Wir sehen da dann noch Garagenstellplätze für unsere Vereinsfahrzeuge, so wie beispielsweise Essen auf Rädern, betreuter Fahrdienst. Wir haben da eine Garage für die Wasserrettung, die hat sich da eingemietet bei uns. Und da hinten gibt es noch einen großen Raum, den schauen wir uns jetzt zum Schluss an, das ist die Waschgarage. So, da sind wir jetzt in unserer Waschgarage, in der Waschbox. Die ist relativ groß ausgestattet oder groß ausgefallen. Warum? Weil die Autos herinnen natürlich entsprechend Platz brauchen. Wenn man die Fahrzeuge außen und innen reinigt, die Türen offen hat, die Heckklappen offen hat, dann braucht man ausreichend Raum. Wir haben eine Kercher-Waschanlage da herinnen mit Heißwasser und schauen also so, dass die Fahrzeuge nach dem Dienst entsprechend wieder sauber aufbereitet werden. Das war es eigentlich schon mit dem Rundgang durch unser neues Gebäude. Wir haben wirklich viel Freude da draußen. Es macht Spaß, da draußen sein zu dürfen und da draußen zu arbeiten. Ich darf noch gleich einen Hinweis geben. Am 25. Mai findet da draußen der Tag der offenen Tür statt. Da geht es den ganzen Tag darum, dass wir das Gebäude, die Ausstattung, die Ausrüstung euch zeigen. Und anschließend gibt es also dann ein Fest. Das heißt, wir machen ein Zeitfest und dann ein bisschen gemeinsam feiern. Darf ich euch ganz herzlich dazu einladen. 25. Mai, nicht vergessen.